Hola und herzlich willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Ich hänge doch noch eine Folge für die Session dran, weil ich habe zu viel Angst, dass der Speicher plötzlich flöten geht. Ja, also ich befinde nicht mich immer noch in der Session wie die letzten vier Folgen. Ja. Gut, wir haben das letzte Mal hier den Bunker durchstöbert. Wir werden ihn jetzt weiter durchstöbern. Jo, und ich wollte noch eine Sache vorlesen. Oh, wo war das Ding? Notizbuch. Datenpunkte. Was war das Ganze hier? Oh, das hier hinten wollte ich vorlesen. Genau. Aber mir fehlen noch welche, oder? FAS Betriebsgelände. Sicherheitsprotokoll. Hohe Priorität. Automatisierte Protokollnotiz. Alle nicht lebensnotwendigen Systeme sind im Ruhezustand. Warnung, hohe Priorität. Automatisierte Protokollnotiz. Vollständige Abriegelung wurde eingeleitet. Wegen der steigenden Zahl gewalttätiger Proteste auf dem Betriebsgelände kann die Sicherheit der FAS-Mitarbeiter nicht länger garantiert werden. Darum haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, diese Anlage für unbegrenzte Zeit zu schließen. Das Personal wird blockweise über die korrekten Archivierungs- und/oder Vernichtungsverfahren für projektbezogene Daten und Materialien informiert auf unbegrenzte Zeit. Bis zu dieser Zeit hier. Ist immer wieder interessant sowas. Der Sicherheitsdienst und ein Krisenteam werden dann eine Endkontrolle durchführen, bevor alle Bereiche abgeriegelt werden. Warnung, hohe Priorität. Dringende Mitteilungen an das Personal in Blocks E und F. Betrachten Sie die aktuelle Abriegelungssituation als Übung, aber versuchen Sie nicht, die Luken zu öffnen oder die Gebäude anderweitig zu verlassen. Warnung. Erinnerungsmeldung. Solange der Sicherheitsdienst in der aktuellen misslichen Lage für den Schutz der Mitarbeiter zuständig ist, müssen persönliche Waffen beim Identitätsscan abgegeben werden. Warnung, hohe Priorität. Weitere öffentliche Zufahrtsstraßen zum Betriebsgelände wurden gesperrt, um die Wartezeiten an den äußeren Sicherheitsabsperrungen zu verkürzen. Der Sicherheitsdienst erinnert nochmals alle Mitarbeiter daran, dass der Öffentlichkeit der Zutritt zum Betriebsgelände untersagt ist. Aufgrund der jüngsten Sicherheitsprobleme auf dem Betriebsgelände werden alle Mitarbeiter darauf hingewiesen, dass der Identiscan und das ständige sichtbare Tragen des Sicherheitsausweises für die Bildanalyse obligatorisch sind. In Anbetracht der jüngsten terroristischen Anschläge auf das Schnelltransitsystem bietet der Sicherheitsdienst jetzt für ein Big Brother-Programm zur Begleitung des Personals zum Betriebsgelände an. Sie werden hiermit aufgefordert, sich für dieses Programm einzuschreiben. 48 weitere Einträge unter hohe Priorität, weitere Einträge beschädigt. Okay. Na, was denn noch? Wo ist denn hier noch was? Wollt ihr mich irgendwie verarschen? Da oben. Das ist das. Der Pharaoh. Datenbeschädigung schwer. Jo. Jetzt wollte ich schon wieder auf F5 speichern. Jo. So, hier hatten wir jetzt alles. Das ist das, was wir gerade aufgehoben haben, oder? Was ich gerade vorgelesen habe. Ja. Hä? Wie? Doch, das ist das. So, okay. Ist mir aber immer noch schleierhaft. Dieses Büro. Oh, das ist nicht das Büro hier. Wir gehen mal hier zum Treppenhaus. Kein Platz. Ja. Na? Nein, nimm doch mal diesen Scheiß da weg, Mann. Oh. Verdammt nochmal, du sollst dir das Ding hier. Ach so, das war ja sowas. So, Pharaoh.
Paula. Die aktuellen Ereignisse haben meine Perspektive verschärft und ich glaube, dass ich, wie auch FAS im Allgemeinen, den spirituellen Aspekt und der Dinge vernachlässigt haben. Damit meine ich natürlich keine bestimmte religiöse Ausrichtung, sondern eher übergeordnetes, wie das Nachdenken über unsere gemeinsamen Werte, Hoffnungen und Erwartungen für das Leben nach dem Tod. Ich möchte, dass du dich mit Religionsführern der Couleur in Verbindung setzt und bald eine Konferenz anberaumst. Sehr bald. Ich mache mir später über eine genaue Tagesordnung Gedanken, als das. Lass uns erstmal die Fühler ausstrecken und feststellen, wer an Bord ist. Es soll groß werden, keine Verrückten, aber jeder mit einer einigermaßen vernünftigen Anhängerschaft. Und es darf luxuriös sein. Machen wir klar, dass wir keine Kosten und Mühen scheuen. Danke, Ted. Jo. Wir müssen auf jeden Fall irgendwo noch mehr von den Dingern rumliegen. So. Die hatten wir schon, oder? Ja. Dann guck mal. Inventar, Modifikation, Rohstoffe. Sowas zerlegen wir jetzt hier. Weil da ist zum Beispiel Echohülse. Lohe konnten wir dort mitnehmen. Was ist das denn? Winziges Fleischstück. Komm, daraus gewinnen wir jetzt Metallscherben aus Fleisch. So, Schnellreisepaket. So. Jo. War nichts mehr? Nee. Er hat doch letztes Mal gesagt, ihr ja irgendwo was, wo sie reinpassen würde. Was, wo war das? Können wir das jetzt auch mitnehmen, was hier noch drin ist? Ja. So. Wir waren jetzt hier hinten. So. Hier ist geradeaus ist das Ding. Ja, hier waren wir ja gewesen. Das hatten wir uns alles angehört und angesehen. So. Gehen wir hier. Keine Ahnung, wo Ayla hier hin will, aber sie wird schon richtig sein. Das wird ein weiter Weg nach oben. Fast überall gefrorenes Metall. Das Rubik macht es mir nicht leicht. Echohülse, sehr gut. Durch die Frage. Naja. Wenn Pflanzen sich hier oben festhalten können, werde ich es wohl auch schaffen. Ja. Halo, es tut mir fast leid, dass dir die Hände frieren, aber. Oh, so, wenigstens hält mich die Kälte wach. Jo. Ach, das ist ja in dem. Okay. Was haben wir hier noch? Eine Krise, die anfing, als sie nicht autorisierte Angriffsoperationen gegen Roboter und Mitarbeiter des Harz-Timor Energiekonzerns startete. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass diese Krise übertrieben wurde. Wurde sie leider nicht. Die Friedenswächter haben nicht auf Rückzugkurs reagiert und alles deutet darauf hin, dass sie sich gerade
rasant replizieren. Ich kann Ihnen versprechen, und ich gebe hier mein Ehrenwort, dass ich bereits alle verfügbaren Ressourcen eingesetzt habe, um dieses Problem schnell zu lösen. In den nächsten Tagen oder Wochen übles Gerede über das Unternehmen. Denken Sie daran, wenn wir diese Krise überwinden, es wird vorbei sein. Friedenswächter, so haben Sie Ihre Maschinen genannt? Sie wurden doch für den Krieg gebaut, nicht für den Frieden. Ja, Eloy. Wo ist das? Man redet sich immer raus, dass man alles für den Frieden baut. Obwohl man es eigentlich nur für den Kampf macht. Um zu kämpfen. Der Weg ins Verderben, Aloy, ist mit guten Absichten gepflastert. Panoramablick. Und nun? Und worauf? Hier. Weiter. Oder hier runter. Das wird schon richtig sein. Oh. Vorratskiste. Absolut kein Platz dafür. Ja, das wollen wir auch mit Heil trinken. Ich könnte mir jedes Mal Angst und Bange werden, dass Aloy hier ganz tief nach unten fällt. War jetzt hier noch irgendwas? Ah! Hier! Alle Mann an Deck. Mir fehlt aber noch eins dazwischen. Textnachrichten von... Ja, mach mal auf. Ey! Gina, hast du schon mal von der Melville Island Island Fruit Association gehört? Ich auch nicht. Bis heute Morgen... Klage gegen uns eingereicht haben. Offensichtlich gibt es vor der Küste Australiens ein kleines Inselparadies mit 2700 Einwohnern, die uns alle hassen, weil eine verirrte Timor-Einheit gerade ihre größte Mango-Plantage verschlingt. Das lässt die offizielle Zahl an Klagen, die mit Harz Timor zusammenhängen und auf 21 ansteigen, die meisten entfallen auf private Firmen, aber es sind auch welche von Privatpersonen, Nationalstaaten und Nichtregierungsorganisationen dabei. Und da ist die Mutter aller Haftungsansprüche. Ihr habt selbst noch nicht einmal mitgezählt. Ruf alle externen Firmen an, die hier für uns gearbeitet haben, und dann die Konkurrenten. Wir brauchen jeden Unternehmensanwalt, den wir finden können, der noch halbwegs nüchtern ist und noch nicht die Lizenz zum Ruhe. Ja. Ja. Hey. Hab ich das eigentlich jetzt so. So richtig mitgekriegt. Wir wollten ja also. Am Demonstration haben die Maschinen auf die Demonstranten gehetzt, aber die Maschinen haben sich dann nicht stoppen lassen oder irgendwie so. Hä? Da oben. So, hier. Hä? Okay. Weiter hoch. Du gehst noch weiter hoch, aber wir wollen erstmal hier drüben gucken, was da drüben noch ist. Und alles mitnehmen. Hey. Und deswegen haben wir jetzt angehalten hier, ey.
Um noch irgendwas? Vorsicht da unten. Halt. Ja, warte mal. Kommen wir hier rüber noch? Da drüben hin? Nö, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht warum. Halt. Stopp. So. Wir müssen doch hier rein, oder? Okay, das ist das Ding. Das vergessen dürften wir ja die Lichts unten haben. Bob, unsere Riesenhaufen Probleme wachsen weiter. Anscheinend hat ein Fischer in der Bandasee ein Video von einer Harz-Timor-Horus-Einheit aufgenommen, die sich per Biomasse-Umwandlung an der Küste von Pulau Wata auftankt. Und dazu ausgerechnet eine Herde gefährdeter Delfine benutzt. Vermutlich die letzten ihrer Art. Ich will nicht ins Detail gehen. Aber es ist wie. Aber es sieht aus wie das, was in einem Mixer passiert. Als ob der Roboter sich einen schaumigen, rosafarbenen Milchshake aus Delfinmatsch macht. Sehr lecker. Unser Überbrückungssystem hat das Video aus 43 Netzwerken entfernt. Aber es wird immer noch verbreitet und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es viral wird. Eine vorformulierte Stellungnahme erscheint mir absolut unzureichend. Irgendwelche Vorschläge, das könnte Rektaren werden. Ja, die Maschinen haben dann natürlich auch wie bei den Delfinen hier natürlich dann. Ja. Ganze tierische Leben dann nach und nach beendet. Wo sind wir hergekommen? Hier sind. Ach, hier hätten wir auch hochgekonnt. Okay. Hier müssen wir am Ende auch weiter, oder? So, hier lang. Nach oben. Und man braucht nur ein paar Griffe. Jo. Okay. Okay, geschafft. Was hier wohl zu finden ist. Das ist also das Büro. Okay, alles klar. Ja. Na, wir gehen gleich da hoch. Ich will erstmal. Wir gehen jetzt da hoch. Warte, wir holen das. Was auch immer da oben ist. Ich dachte hier noch, ist noch was richtig Wertvolles drin. Aber hier. Oh, wow. Hä? Aber hier kriegen wir noch Aussichtspunkt. Oder wie? Wir gehen gleich wieder runter hier.
Energiezelle. Gut, noch eine Energiezelle. Wenn ich noch mehr finde, müsste ich an diese alte Rüstung herankommen. Genau. So. Alter, sind wir hoch hier. Genau. Das Problem ist, so viel Nebel, wir sind doch hier schon über den Wolken. Das ist ja der, die harte. Warte mal. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos. Wir sind wirklich über den Wolken hier. Guckt euch das an. Das ist ja wirklich, das ist ja Wahnsinn. Jo. Okay. Jo. Über den Wolken. Jo. Abseilen. Wenn ich mich jetzt abseile hier, wo komme ich da hin? Bekannte fallen lassen. Ich will mich nie abseilen. Am Ende geht es ja ganz nach unten. Ich weiß es nicht. Das werden wir dann versuchen. Wir werden hier nochmal hochklettern. Ja. Jo, was los? Hey! Uiuiui! So. Und jetzt gehen wir hier runter. Also doch noch eine Energiezelle gefunden. Hervorragend. So, was haben wir hier? Von diesem Gerät wurden alle Daten gelöscht. Möchten Sie Alpha-Rechte nutzen, um gelöschte Daten wiederherzustellen? Oh ja, ich glaube schon. Eine Datei wiederhergestellt. Elisabeth, gut, dass... lange nicht gesehen. Wo sind die Anwälte, Ted? Nicht nötig. Ich habe alle 18 Klagen fallen gelassen. Ich nehme an, deine Daten bestätigen das. Okay, das scheint interessant zu werden. Sollten wir vielleicht was zusammen essen? Ein bisschen reden? Ich kenne dich, Ted. Du hast Mist gebaut, großen, sonst hättest du dich nicht so gedemütigt, damit ich herkomme. Also spuck's aus. Die Chariots haben einen Fehler. Deine Killerroboter? Friedenswächter, ja, die. Dann schalt sie ab. Wirklich gute Idee, Liz, wenn wir könnten. Sie reagieren nicht. Heißt das, ein ganzer Schwarm ist defekt, Ted? Noch schlimmer als das. Dann zeig mir die Daten. Und ich möchte was essen. Allein. Ted Farrow hat Elisabeth Sobeck hergebracht. Aber sie haben sich gehasst. Eine weitere Datei wiederhergestellt. Das ist kein Fehler. Es ist eine Katastrophe. Ist mir bewusst. Es ist übel. Übel? Himmel, Liz. Es ist nicht übel, Ted. Das ist die Apokalypse. Du hast Killerroboter gebaut. Friedenswächter. Die mit Biomasse-Treibstoff laufen. Nur in Notfällen. Und noch dazu können sie sich selbst replizieren. Beschränkte Selbstproduktion kontrolliert. Jetzt nicht mehr. Die Befehlskette wurde getrennt. Der Schwarm dient jetzt nur noch einer Nation, sich selbst. Glaubst du etwa? Alles andere ist Nahrung. Und so schnell, wie sie sich vermehren, Ted, ist die Erde in 15 Monaten kahl. Das ist nicht der Sturz der Zivilisation, das ist Ausrottung. Schon klar, Liz. Wie kann ich es stoppen, wenn es unter Kontrolle ist? Es wird nie unter Kontrolle sein. Du weißt, was ich meine. Ja, bevor alles rauskommt, meinst du. Liz, ich tue alles, was du sagst. Denk weiter nach. Und was immer du empfiehlst, ich tue's. Ich werde dich beim Wort nehmen, Ted.
Pharaoh-Roboter haben alles Leben auf der Erde bedroht. Aber irgendwie hat sie sie besiegt. Die Welt der Alten ging unter. Aber es gab noch Leben. Sonst wären wir nicht hier. Eine letzte Datei wiederhergestellt. Projekt Zero Dawn. Himmel, Liz. Es muss auch anders gehen. Wenn ich eine bessere Lösung für dein Problem hätte, würde ich es sagen. Aber das... Ich wollte ein Heilmittel von dir, aber das hier ist doch schlimmer als die Krankheit. Nein, Ted. Es ist furchtbar, aber die einzige Chance. Und jetzt unterschreib es. Unterschreiben? Das kann ich nicht. Doch, du kannst. Das? Liz, ich kann das nicht guten Gewissens unterschreiben. Du hast die Wahl, Ted. Ich weiß. Ich spreche mit dir aus einem VTOL unterwegs zum US-Roboterkommando. In 15 Minuten treffe ich General Harris und die anderen Stabschefs. Was? Bist du verrückt? Es liegt an dir, was ich dann sage. Unterschreib und ich sage, dass das reichste Unternehmen der Welt die Finanzierung von Zero Dawn garantiert. Genau nach meinen Vorgaben. Oder nicht? Und ich sorge dafür, dass sie und alle Welt erfahren, was tatsächlich passiert ist. Himmel, Liz, du musst mir nicht drohen. Ich unterschreibe. Sie ist positiv, Ted. Jetzt kannst du tun, was du schon immer am besten konntest. Die Zeche zahlen, wenn andere die Drecksarbeit machen. Gott, vergib mir. Zero Dawn. Was war an ihrer Lösung so furchtbar? Was hat sie getan, um die Roboter aufzuhalten? Exekutivzugriff erkannt. Schnellaufzug geöffnet. Verlasse die Ruine. Okay. Ich denke mal, da haben wir hier alles. Aber interessant, das ist immer diese Brückchenweise. Den Rest erfahren wir natürlich, je mehr wir uns dem Finale hier nähern. Notizbuch, Datenpunkt. Naja. Traulich. So, das kennen wir ja. So. Maschinen gescannt. So. Okay. Gut, dann brauchen wir da oben, klettern wir jetzt nicht immer nochmal hoch. Wir müssen hier Schnellaufzug. Oh, das macht keinen Sinn. Sobek war nicht meine Mutter. Das ist viel zu lange her. Die ganze Suche und ich weiß immer noch nichts. Mehr fällt dir zu der ganzen Geschichte nicht ein? Du jammerst wie ein Kleinkind? Oh, wirf mir das nochmal vor, von Angesicht zu Angesicht. Wie du willst. Hast du wirklich keine Ahnung, wie monumental diese neuen Erkenntnisse sind, Aloy? Ich hatte mehr erwartet. Ah, oh, du hast ein Gesicht. Hast du auch einen Namen? Von allen Fragen, die du stellen könntest, diese wählst du aus? Ich habe jahrzehntelang die Ruinen der Alten durchsucht, um herauszufinden, was mit ihnen passiert ist. Schon lange habe ich geahnt, dass Pharaoh-Roboter ihre Welt zerstörten. Aber mir fehlten Beweise. In Minuten entdeckst du mehr altes Wissen als ich im ganzen Leben. Und wonach du dann fragst, ist mein Name? Silence. Das ist mein Name. Und wie wär's jetzt mit einer anderen Frage? Nicht ganz so trivial. Wenn du so klug bist, warum weißt du dann so wenig, nachdem du so lange im Dreck gewühlt hast? Ich kann nichts dafür, wenn du nichts drauf hast. Ich habe in den Ruinen nach Elisabeth Sobek gesucht. Nicht wegen der Dinge, die damals passiert sind, sondern weil es Leute gibt, die mich töten wollen. Heute! Ich habe größere Probleme als diesen Mist von dir. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es inzwischen vom Jammern zu einem Wutanfall gebracht. Elisabeth wäre bestimmt stolz. Du musst dich zusammenreißen und endlich klar denken. Nur dann erkennst du, wie groß deine Probleme wirklich sind.
Was genau versuchst du mir zu sagen? Du hast ein persönliches Rätsel in große Geheimnisse gejagt. Ihnen gemeinsam ist deine Verbindung zu Elizabeth Sobeck. Aber was ist die Verbindung? Sie kann nicht meine Mutter sein. Sie lebte vor Jahrhunderten. Das ist unklar. Noch. Wir finden es nur heraus, wenn wir weitermachen. Wenn wir noch mehr entdecken. Dank dir wissen wir jetzt, dass Pharaoh-Roboter einst alles Leben auslöschen wollten. Doch das passierte nicht. Die Zivilisation der Alten wurde zerstört, aber das Leben nicht. Offensichtlich. Also, was hat Elizabeth getan? Wie konnte sie die Roboter aufhalten, bevor das geschah? Was war Projekt Zero Dawn? Genau das ist die Frage. Und bist du bereit, die Antwort zu suchen? Ja, natürlich. Und warum stehst du dann noch hier? Nicht so schnell, Silence. Du musst mir noch was erklären. Ich habe genug erklärt. Wenn du immer noch Fragen hast, mach schnell. Du verschwendest meine Zeit. Ui, okay. Ich habe auch keine Zeit mehr. Wer bist du, Silence? Und was sind deine Absichten? Du machst das hier jetzt wirklich persönlich? Ich bin ein Wanderer, der seinen Stamm schon vor langer Zeit verließ. Ein Erkunder verbotener Orte. Sucher nach altem Wissen. Wie ich bereits sagte. Warum weißt du so viel über die Eklipse? Tatsächlich weiß ich vieles über viele Dinge. Wenn du aber wissen willst, ob ich für die Eklipse arbeite, ist die Antwort nein. Ich bin voll und ganz unabhängig. Wenn jetzt genug geredet ist, geh endlich los. Oh nein. Ich fange jetzt erst an. Du nutzt schon die ganze Zeit meinen Fokus. Du riskierst nichts und ich riskiere alles. Ich muss nur dieses Ding von meinem Kopf nehmen. Und du bist blind, taub und stumm. Also beschwer dich nicht. Beantworte meine Fragen. Also gut. Fahr fort. Besteht denn die Möglichkeit, dass Elizabeth Sobeck noch am Leben ist? Das ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. In einigen der alten Dateien werden lebensverlängernde Methoden erwähnt. Pharmazeutika zumeist. Ein altes Wort für Medizin. Aber manche experimentierten auch mit dem Einfrieren und Auftauen von Menschen. Mit dem Einfrieren von Menschen? Kryogenik nannten sie das. Aber es gab Probleme damit. Bei Elizabeths technologischem Scharfsinn kann ich nicht ausschließen, dass sie einen Weg gefunden hat, unsterblich zu werden. Doch das ist Spekulation. Zeitverschwendung. Würde man ja sagen, nicht unsterblich, sondern klonen. Du hast mich mit dem Fokus ausspioniert. Wie ist das möglich? Jeder Fokus sendet ein Signal. Stimmen, die nur andere Fokusse hören. Ich weiß, wie man diese Stimmen verknüpft, damit sie miteinander reden, kommunizieren, auch über große Distanzen. Und wie hast du das gelernt? Jahre des Studiums und der Experimente. Im Prinzip ist es so ähnlich wie Maschinen zu überbrücken. Ich überbrücke Fokusse. Und du kannst auch durch Fokusse der Eklipse spionieren? Für gewöhnlich. Aber die Überbrückung ihrer Verbindung ist kompliziert. Soweit ich sagen kann, befolgt die Eklipse nur Befehle. Es ist Hades, der meinen Tod will. Wer ist er? Ich weiß nicht. Die Eklipse beschreibt ihn als verborgenen Schatten, einen Teufel. Das Ding, das draußen zu mir sprach, das den Fokus explodieren ließ. Das war Hades? Das war kein Mensch und keine Maschine. Eher ein Phantom mit schrecklicher Stimme. Sicher ist nur, er will deinen Tod. Wegen meiner Verbindung zu Elizabeth. So ist es. Hades erweckt mit Hilfe der Eklipse Pharaoh-Roboter. Doch wenn Elizabeth sie vor Jahrhunderten stoppen konnte, vielleicht mit Spezialwaffen, könnte Hades fürchten, dass ich das Gleiche tue. In einigen dieser alten Dateien
gibt es Hinweise auf die Entwicklung von sogenannten Superwaffen. Um die Roboter zu stoppen, zerstörte sich die alte Zivilisation vielleicht selbst. Und du weißt schon länger, dass die Pharaoh-Kriegsmaschinen die alte Zivilisation zerstörten? Es wies einiges darauf hin. Doch bisher war mir nicht klar, wie gefährlich sie waren. Dass sie Biomasse in Treibstoff umwandeln konnten und der Horus Roboter selbst herstellen konnte. Wie eine kleine Brutstätte. Aber die Roboter, die wir gesehen haben, die Verderber und Todbringer, die können das nicht. Noch nicht jedenfalls. Bisher waren das auch alles beschädigte Modelle. Wer weiß, wozu sie intakt in der Lage sein werden. Elizabeth sagte Ted Pharaoh, sie sei unterwegs zu einem US-Roboterkommando, um von Zero Dawn zu erzählen. Der Ort existiert noch. Als Ruine. Die Osseram nennen sie Grabhort. Grabhort? Heiterer Name. Du findest ihn im Ostgebirge, begraben unter den Resten eines Metallteufels. Oder besser gesagt BOR 7 Horus, wie wir gelernt haben. Ich melde mich, wenn du dort bist. Na wunderbar. Eines Tages treffen wir uns persönlich. Und dann hast du hoffentlich bessere Manieren. Tja, ja. Runter wird es immerhin wesentlich schneller gehen als hier rauf. Jo. Und jetzt zum US-Roboterkommando. Die Geheimnisse von Zero Dawn enthüllen. Stufe 40 erreicht. Von der fernen Vergangenheit. Stufe 40 erreicht. So. Er müsste doch jetzt gespeichert haben, oder? Automatische Speicherung, 1955. So. Wir seilen uns noch fix ab. So. Es hört bestimmt bald auf zu schneien. Ja. Okay. Nee, alles andere machen wir in der nächsten Folge. So, der hat gespeichert gerade, das ist das Wichtigste überhaupt. Wir haben jetzt eine ganze Menge erfahren hier von Aloy. So, wir können ja noch... Nee, Quatsch, das machen wir in der nächsten Folge. Ich muss Feierabend machen, ich hab dann gleich Stream. Ich bin schon viel zu spät dran heute hier. So, aber wie ihr gesehen habt, wir kamen ja ewig nicht raus aus dem Dialog und ich möchte die Dialogzeile mitnehmen. So, gut. Dann hoffe ich, es hat euch als denn oder dennoch gefallen. Wenn ja, du wisst, Daumen nach oben, Abo und so weiter. So, Dankeschön fürs Zusehen. Und ciao.